Hallo, hey meine Hübschen, wir sind zurück. Controller wieder geladen und hoffentlich ohne Probleme. Wir haben den Auftrag, eine Hand kaputt zu machen und das machen wir jetzt auch. So, diesmal laufen wir nicht in die komische Ecke, der Hund kaputt. Der hat mich getrickst. Oh, wir müssen warten, dass der springt. Der weiß, der weiß. Gott, verdammt, das Ding ist klug. Nicht erwischt. Oder wir müssen es mehrmals erwischen, das könnte auch sein. Die haben wir. Die haben wir auch endgültig. Ist das Ding wirklich aus Puppe? Das sieht nämlich so fleischig aus. Das hört sich auch so fleischig an. So, ich und mein Hammer. Oh, ich darf dich mitnehmen. Na dann, kommen Sie mal ran, meine Dame. Ich frage mich ja trotzdem, ob das, was ich gerade bekämpft habe, immer dieselbe Hand war. Darf ich nicht weit? Ich sag bloß, das Ding hängt jetzt fest. Sag bloß, das hängt jetzt an dem Hammer fest. Das hängt am Hammer fest, oder? Da passiert nämlich nichts mehr. Ach, warum ich? Egal, denke ich, wir haben jetzt die erste Sicherung. Wir kommen hier nicht mehr durch. Das heißt, es muss da links irgendwo den Weg geben. Vielleicht war das hier doch richtig. Warte, nimm den Hammer, Mono. Der müsste doch hier irgendwo liegen. Ich habe den Hammer voll weggebackt, oder? Okay, Kontrollpunkt. Huch. Kann man ja nicht wissen, ne? Beim nächsten Mal schaffen wir das. Ach, guck, da liegt schon alles bereit. Sehr schön. Nehme ich dich wieder nach vorne. Stell dich aber ein bisschen früher ab. Hol die Sicherung darunter. Immerhin ist die Hand jetzt kaputt. Um die müssen wir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Ich hoffe, das war aber alles, was uns hier erwartet. So, ziehen. So, jetzt bin ich gespannt. Kommt's weiter als da? Es ist halt tatsächlich einfach nur am Hammer hängen geblieben. Okay. Oh, diese Hand. Würde die ja auch gerne mitnehmen. Vielleicht können wir die röntgen. So. Das war jetzt nicht der Plan, Mono. Nicht. Oh. Jetzt kommt schon kleiner. Perfekt. Und jetzt du hinterher. So. Gib mir eine Sekunde. Oh, das Geräusch war unschön. So, jetzt. Oh, hallo, Mono. Alles in Ordnung? Was machst du da? Hey, alles in Ordnung? Oh, ich könnte immer noch jedes Mal sterben, wenn ich sie hier ihr Händchen halte. Es ist so niedlich, dieses Spiel. Ich soll das vielleicht nicht so wörtlich nehmen, mit dem ich könnte sterben. So. Die erste Sicherung. So,
So, durchkommen wir hier bestimmt nicht, aber jetzt gibt es bestimmt links noch eine Tür. Hier gibt es eine Zelle. Oh, okay. Verstehe. Hätte man sich denken können. Das heißt, wir brauchen erstmal die Sicherung von rechts, um dann nach links laufen zu können. Wahrscheinlich war das rechts nämlich ein Tutorial, das uns gezeigt hat, wie man diese Hände bekämpft. Jetzt geht's links weiter mit einem Battle Royale. Hey, das war jetzt nicht der Plan. Ja, Mono, sage ich schon. Ja, Six, ich würde mich jetzt an der Stelle auch frustriert hinsetzen, wenn ich du wäre. Na komm, tappen wir hier schnell durch. Wir wollen hier weg. Ich frage mich, ob die beiden überhaupt einen Plan haben, wo sie hingehen, oder ob sie einfach nur laufen. Vielleicht dann die Marken oder so. Ob es überhaupt einen gibt, das ist die andere Sache. Hä? Ich glaube, ich war gerade kurz ein bisschen brain AFK. Ich glaube, ich das so sehen. Egal, ihr habt nichts gesehen. Ich habe eventuell kurz geguckt, ob die Aufnahme hier alles passt. Sieht nämlich so aus, als ob ihr da einen schwarzen Balken hättet. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Aber wenn ja, dann ziehe ich das in der Aufnahme wieder zurecht. So. Dann bin ich vielleicht ein bisschen abgeschnitten, aber ich glaube, damit könnt ihr leben. Wie machen wir das jetzt? Oh. Der elektrische. Das beste Heilmittel der Welt. Ah, ich sehe. Ich sehe die Klappe. Das Spiel ist doch nicht zu dunkel, als dass ich das nicht sehe. Machst du kurz? Nee? Oder kannst du hier reinspringen für mich? Nee, sie weiß nicht, was sie tun soll. Okay, schade. Ich dachte, das wäre das Rätselslösung gewesen. Oh, Boost. Yeah. Entschuldigen Sie, mein Herr, ich würde da gerne durch. Ich möchte das Licht jetzt wieder einschalten. Das ist nicht der Lichtschalter. Ich bleibe einfach mal ganz kurz stillstehen. Jetzt habe ich verstanden. Das ist cool. Schön stehen bleiben, Mr. Po. Bei so einem Hintern kann man noch einmal im Rampenlicht stehen bleiben. Ja, sehr schön. Ich hole die Taschenlampe direkt wieder raus. Mir schwammt nämlich hier nichts Gutes. Da kommt richtig Freude auf. Nicht wahr, meine Herr? Noch ein Mr. Popo. Okay, bis durch. Solange wir uns nicht hinterherjagen, ist alles in Ordnung. Stehen bleiben. Nein! Oh, verdammt. Okay. Das machen nicht alle von denen.
Das ist der richtige Buß. Ah, tut mir leid, wenn ich gerade nicht sage, aber ich versuche hier zu überleben. Ganz ruhig. Wir müssen hier nichts überstürzen. Oh, geschafft. Ja, wir sind hier eh im Licht. Oh, das ist jetzt gerade ein bisschen zu spannend für mich. Rosa. Rosa. Na, mit den Leichen könnte Six gerne spielen. Hätte ich kein Problem mit. Okay, ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt umdrehe, läuft er mir vielleicht entgegen und macht mir die Tür auf. Bin mir aber gerade nicht sicher, wo ich hin soll. Hallo. Oh, das gefällt mir alles hier nicht. Kann ich ihn als Trittleiter nutzen? Sollte ich auf ihn drauf treten? Oder gibt es vielleicht einen Weg nach unten? Oh nein, Ende von der Map. Oh mein Gott, ich bin blind. Tut mir leid. Ja, lauf. Oder kletter. So. Irgendwann. Achte ich da nicht mehr drauf und ich schläg mich zu tot. So, Inmates. Da links könnte ich, glaube ich, rein. Ach nein. Sieht nur so aus wie eine Klappe, in die man reinspringen kann. Oh, okay. Nein. Okay, die können einen schnappen. Vielleicht bleiben die aber auch bei Lichtern stehen. Oh. Ach, da ist vielleicht nicht beides. Ich das denn anders machen soll. Vor allem, wie weit ich hinten wieder starte. So, jetzt habe ich ihn.
vorlaufen lassen. Jetzt kann ich hier... Ich will noch hochklettern. Ich habe kurz gedacht, ich schnappe mal hoch, weil man es wieder nicht schafft, da rechtzeitig die paar Meter hochzuklettern. Oh. Ohne Sprache ist werde Licht. Und nur nicht die Seite fallen lassen, meine Freunde. Das wollen wir nicht. Gell, Mono? Schön gut festhalten. Hm. Das war jetzt aber ein schwacher Wurf. Da bin ich besseres von dir gewohnt. Ey, jetzt Mono. Oh, soll ich den vielleicht rüberschieben? Oder dichter schieben? Sieh mal einer an. Gibt's da Secret? Oder geht's da weiter? Für mich klingt das mehr nach Secret. Oh. Hä? Der ist tot. Ich bin relativ sicher. Was ist das, eine Badewanne? Da wurden hier Organe entnommen? Oder ist denn nur noch ein einziges Organ, was... Ich bin verwirrt. Naja, war mir eine Freude. Ich hoffe, ich habe nicht gestört. Machen Sie mit Ihrem Badegang weiter. Ziehen. Mit der Kraft eines kleinen Mannes. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er damit nicht höher werfen kann. Hey. Oh, woran bin ich hängen geblieben? Das gibt's doch wohl nicht. Hat Mono einfach keine Kraft mehr, oder was ist los? Ich darf da nicht rüber. Ach doch, jetzt geht. Auf einmal geht's. Na dann. Wahrscheinlich war hier die Kachel ein bisschen zu hoch. Ja, diese Handwerker kriegen auch nicht hin, die Millimeter genau anzubringen. Das war jetzt wirklich ein Pro-Gamer-Move. Ich wollte, dass es da oben drauf landet. Die Seife ist weg. Okay. Wie mache ich das jetzt? Werf ich die. Soll ich die Seife. Die Seife da doch drauf werfen oder. Weil mein Plan momentan ist, die Seife dort oben drauf landen zu lassen und dann da hoch. Hey, sieh da! Sie stinken hier. Okay, das geht nicht. Geht nicht. Soll ich mich da selbst gegenwerfen? Oh. Oder kann ich, während ich da drauf stehe, die Seife aufheben? Ja, komm, spring hoch. Spring hoch. Sei ein braver Mono. Nö, geht nicht. Oh, aber wenn ich... Wenn ich das Ding weit genug nach vorne schiebe und dann so eine Seife gegen die Wand donner, müsste sie oben drauf landen. Einfach so physikmäßig. Okay. Daneben so. Meine Herren? Kann mir einer von euch da hochhelfen? Hm. Lass mich raten, ich muss das Licht ausschalten. Nur wie? Hm. Oh Mann.
ich jetzt ein bisschen fest. Oh, natürlich. Licht wieder ausschalten. Haha. Ich hoffe, du machst es hier gemütlich, denn hier wirst du ab jetzt bleiben. Ich frage mich, ob es psychiatriemäßig auch einen Namen für diese Krankheit gibt, dass man sich nur in Dunkelheit bewegen kann und nicht bei Licht. Das wäre doch interessant. So, dann haben wir uns auch hier rausgeriddelt. Und was uns in diesem dunklen Raum erwartet, finden wir beim nächsten Mal raus in Little Nightmares 2. Wenn ihr dabei sein wollt, denkt an die Glocke, ans Abo und an einen netten Kommentar und dann sehen wir uns online. Macht's gut!